Joho zusammen, willkommen zurück zu Cave Story. Wir sind immer noch im Labyrinth und ja, viel Schlechtes ist passiert. King ist tot, Taroko ist tot, der Doktor hat die Samen für die roten Blumen. Wir sind im Labyrinth gefangen, Curly auch, und Curly geht es nicht so gut, weil Misery ihr zugesetzt hat und irgendwie sieht alles nach einer Invasion von wild gewordenen Mimigas auf die Erde aus. Ob das gut gehen wird, wir werden es sehen. Hier oben ist noch eine Schatztruhe. An die würde ich gerne ran, aber ich komme nicht an die ran, weil ich den Booster noch nicht habe. Ich habe beim letzten Video versucht, da hochzukommen. Aber es hat leider nicht funktioniert. So, was soll's. Ich mache trotzdem weiter. Ich versuche, einen Ausweg aus diesem Labyrinth zu finden, der ja hinter dem großen Felsen liegen soll, angeblich. Und ja, mal gucken, ob wir den großen Felsen finden können. Nicht Finsen. Erfahrungskristalle sind immer gut. Ich könnte Level 3 wieder gebrauchen. Das wäre jetzt ziemlich nützlich, weil ich ja mit dem Schwert dann ziemlich viel Schaden machen würde. Vor allem bei den Bossgegnern, die noch kommen werden. Aber was soll's. Hey, Moment. Ich habe den Schuss zerstört und der hat mir Erfahrungskristalle gegeben, oder? Sehr mysteriös. Hier, da. Ja, egal. Ich falle runter, kriege nochmal Erfahrungskristalle. Auch gut. Da oben. Da sieht man einen zerstörbaren Block. Und da muss ich rein. Denn dann komme ich zu einer Tür runter. Und durch diese Tür komme ich zu der Kiste. Das Problem ist, ich kann nicht hoch genug springen, um an diesen Block da ranzukommen. Hier, ich kann versuchen, so hoch wie möglich zu springen, aber es klappt einfach nicht. Und hier komme ich auch nicht hoch. Und wenn man mal auf die Karte guckt vom Labyrinth, zumindest diesen Bereich, sieht man, da ist auch kein Geheimgang oder so. Da muss man schon oben lang. Also, komme ich später nochmal hier hin, wenn ich höher springen kann. Und, oh, Moment. Wow, das war knapp. Okay, hier war ich beim letzten Mal auch mit dem Maschinengewehr. Das heißt, ich kann mich eine Zeit lang in der Luft halten. Und jetzt, werde ich natürlich prompt zerquetscht. Wunderbar. Gut. Aber egal, der Speicherpunkt liegt da jetzt glücklicherweise nicht so weit zurück. Deshalb kann ich direkt wieder von vorne anfangen. Ich muss mich zwar nochmal hier durch die Viecher kämpfen, deren Namen ich vergessen habe. Die Riesenkäfer. Was? Level down? Das geht aber nicht so. Gib mir meine Erfahrungskristalle zurück. Sofort. So. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Immer her damit. Ja, Level up. Das sieht man noch gerne. Ja. Ah, Level down. Na toll. Ja, diesmal spring. Okay, ich falle runter. Ich wollte eigentlich nicht runterspringen, um die Kristalle aufzusammeln, weil ich weiterkommen wollte. Aber was soll's. Dafür haben wir jetzt ein Level up bekommen. Ist auch schön. Diesmal komme ich dir zuvor. Ja. Wunderbar. Und ich hoffe, diesmal schaffe ich den Sprung wieder. Denn wenn ich da in die Stacheln falle. Was? Wow, 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 wow. Ich dachte, ich sterbe dann sofort. Okay, anscheinend nicht. Aber ich muss früher springen, weil wenn ich von dem Ding zerquetscht werde, sterbe ich, wie man gerade gesehen hat. Egal, ob ich jetzt nach unten zerquetscht werde oder nach oben. Das heißt, ich muss aufpassen. Jetzt hier schnell genug sein. Ey, das gibt's nicht. Ah, sorry, Leute. Das ist nicht geplant. Ich weiß nicht, ob ich erst abwarten soll oder ob ich da schnell einfach durchrennen muss. Ich meine mich zu erinnern, dass ich einfach durchrennen muss. Aber ich habe jetzt zweimal versucht, aber ich war nicht wirklich schnell. Und bin beides Mal jetzt zerquetscht worden. Juhu. Egal, ich versuch's nochmal. Wenn es dann mit dem schnell durchrennen nicht funktioniert, obwohl... Nein, ich versuche erst das Abwarten. Und wenn das mit dem Abwarten nicht funktioniert, dann benutze ich das schnell durchrennen. Und wenn es damit nicht funktioniert, dann habe ich keine Ahnung. Dann werden wir wohl für ewig in diesem Labyrinth gefangen sein und können die Welt nicht retten. Tja, Pech. So, Sprung. Und wir lassen uns nicht zerquetschen, du Stein mit Auge. Und jetzt, Moment, kann ich dann überhaupt runter? Kann ich dort landen? Ich weiß es nicht. Ja, komm erstmal hoch. Wir warten ab, wie ich es gesagt habe. Gehst du runter? Ja, du gehst wieder runter, wunderbar. Und, ja, perfekt, super. Du kriegst ein Schwert ins Gesicht, so. Damit uns, ja, keinen Schaden zufügst. Du kriegst einen runter und... Oh Gott. Oh Gott, ein Bossgegner. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ich will wirklich nicht gegen ihn kämpfen, er ist nervig. Ich weiß ja, dass ich hier beim letzten Mal ein paar Mal gestorben bin. Ich habe ihn auch nur einmal geschafft, weil ich halt nur einmal durch das Spiel durch bin. Ich habe nur ein zweites Mal bis... Curly gespielt, wo man dann das Maschinengewehr kriegen kann. Und dann habe ich aber nicht weitergespielt. Ich weiß nicht mehr warum. Und ja, Endgegner. Ich
Ich muss... Warum muss ich schießen? Moment. Hilfe? Ich werde erstmal euch Viecher los. Ihr nervt. So. Ja. Wow, 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 wow. Er schießt, er schießt, er schießt. Und da sind auch seine Schwachpunkte, von da, wo er schießt. Okay. Das Problem ist, er kann jetzt einmal auf uns schießen, er kann uns überfahren und uns damit Schaden machen und er kann uns irgendwo gegenrammen. Und wenn wir auf die andere Seite springen, ja, macht er das und wir fallen runter. Und da ist der Schwachpunkt, da wo er rausschießt. Ich muss einfach schnell genug schießen. Ein Teil ist kaputt, gut. Wow, wow, wow. Wenigstens gibt er uns damit gut Herzen und Raketen. Und warum benutze ich überhaupt nicht die Raketen? Das ist eine gute Frage. Die sollte ich benutzen. Sie sind, wow, gerade noch so auf Level 3, Level 2. Na toll. Ja, was soll's. Egal. Die... Ey, ich muss auch treffen. So. Wenigstens machen die Raketen schön Schaden über einen großen Bereich. Dann kriege ich wenigstens die anderen Dinger auch getroffen. Nicht nur eins. Das ist der Vorteil gegenüber dem Schwert. Aber ich muss natürlich auch erstmal treffen. Und schön Raketen, gut. Eins ist schon kaputt. Und das zweite ist kaputt. Das vierte ist kaputt. Ich weiß nicht, habe ich das vierte kaputt gemacht? Auf jeden Fall sind meine Raketen alle nicht in das Schild. Das macht mir Schaden. Komm, wo kann ich dich angreifen? Wo kann ich dich angreifen, mein Freund? Bleib stehen, öffne. Ah, okay, direkt da. Und die grünen Viecher machen mir Angst. 10 Schaden. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Noch mehr grüne Viecher. Da unten, die kommen aus dem Boden raus. Wenn ich nicht aufpasse, so. Von unten das Schwert reinballern. 180, okay, das Schwert bringt hier wirklich viel. Wenn ich direkt nah dran bin am Gegner, dann kann ich das sehr schnell hintereinander einsetzen. Dann ist das eine ziemlich effektive Waffe. Ich muss nur bloß aufpassen, dass ich jetzt nicht auf Level 1 runtergehe. Und dann ist die Waffe nicht mehr so effektiv. Und, jawohl, besiegt. Okay. Dieser Gegner hat uns diesmal keine Probleme bereitet. Das war eine Katze. Monster X. Okay. Cool. Wir haben Monster X besiegt. Gibt es dafür irgendwas? Nein. Es gibt irgendein Monster, wenn man das besiegt, ohne Schaden zu nehmen, dann bekommt man eine Medaille. Aber ich glaube, das war ein späteres. Aber was soll's. Gucken wir nochmal auf die Karte. Und da oben... Ja gut, ich glaube, da kommen wir nicht hin. Da ist auch nichts Besonderes. Zumindest habe ich nichts gesehen. Und unten drunter auch nicht. Das ist einfach nur schön auszusehen. Und ich denke, wir haben den Bereich des Labyrinths geschafft. Ja, da ist die Tür. Und kommt jetzt schon der... Ah. Und Professor Booster. Er fällt runter. Ja, der arme Professor Booster. Ihn hat's auch erwischt. Ich speichere erstmal. Und da oben komme ich nicht dran, ohne. Oder? Egal, ich falle erstmal runter und hier ist Professor Booster und ich werde ihn nicht ansprechen. Denn wenn ich ihn jetzt anspreche, gibt er uns den Booster 0. Also den Booster 0.8 und dann stirbt er. Und ich möchte nicht, dass er stirbt. Okay. Aha, aha, aha. Der Teleporter hat keine Energie, weil die Energiezufuhr irgendwie kaputt ist und ein Ingenieur, der schon ein paar Fähigkeiten hat, der wäre in der Lage, ihn zu reparieren. So, okay, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt ohne Booster überhaupt noch hier hochkomme. Ich glaube nicht, ich glaube, ich muss den Spielstand nochmal laden, oder? Geschicktes Springen? Nein, da komme ich nicht hoch. Okay, ich muss den Spielstand nochmal laden. Dann kann ich das auch mal eben demonstrieren, was passiert, wenn ich den Professor Booster jetzt anspreche. Moment, ich springe eben wieder hoch, oder ich versuche es zumindest, so. Da-da-dam. Professor Booster. Oh. Oh. Und eins deiner Brillengläser ist kaputt. Was machst du hier? Also, Misery hat dich auch nach hier unten geschickt. Vielleicht... Maybe there's a silver lining after all. Ich weiß nicht genau, was uns damit sagen will. Du siehst, diese Insel schwebt im Himmel, weil es durch... die Kraft eines bestimmten Organismus nach oben gehalten wird. Und ich habe vor kurzem seinen Ort entdeckt, dort, wo es sich aufhält. Dieses Labyrinth. Der Organismus lebt irgendwo innerhalb dieses, genau dieses Labyrinthes. Wenn jemand es zerstören könnte, würde die Insel aufhören zu funktionieren. Der Doktor muss wirklich in Rush sein. Er muss... wirklich unter Stress stehen oder so. Wenn er dich hier in das Herz der Insel schickt, nimm das hier mit dir. Und wir bekommen, wie angekündigt, den Booster Version 0.8.